So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge im Let's Play von The Captain. Wir haben Phantom Perth verlassen und haben Samoa und Laza unsere helfende Hand gereicht und konnten sie vor dem Zugriff des Gouverneurs schützen. Leider ist es mir nicht gelungen, die Geheimnisse zu offenbaren und zu identifizieren, die ihr Mann in seinem Tagebuch abgefasst hat, was ich im Nachgang etwas bedauere. Allerdings wäre das was für einen weiteren Durchgang oder für einen Exkurs. Vielleicht spare ich mir das für den Schluss dieses Let's Plays nochmal auf und wir starten jetzt erstmal von Phantom Perth in Richtung Kallak. Das ist der Punkt, wo wir hinwollen. Denn unser Ziel ist ja, weiterhin nicht nur Sternfragmente zu sammeln und Tromium, sondern auch tatsächlich so schnell wie möglich zurück zur Erde zu kommen. Und dafür brauchen wir ein Maschinen-Upgrade. Und dieses Maschinen-Upgrade, das wollen wir uns in dem Shop kaufen. Dazu hat jetzt der Planet nicht so viel hergegeben, aber ich hoffe mal, dass sich das jetzt Ganze auf Kallak, also oder Kallis oder wie auch immer man diesen Namen ausspricht, tatsächlich noch ein bisschen ändert. Also das Sternfragment haben wir, Geld ist ein bisschen mau, aber wir werden schauen, wohin die Reise geht. Captain. Ja, Schiff. Ich wollte dir nur mitteilen, dass wir bei unserer Ankunft einige Nachrichten erhalten haben. Ich habe sie auf dein Infopad umgeleitet. Danke. Das sind die Nachrichten. Aber wir werden gerufen. Ah, guten Tag. Willkommen im Kallak Resort. Wie kann ich behilflich sein? Auch auf die Gefahr hin, dass es etwas seltsam klingt, aber was ist Kallak? Kein Problem. Denn Kallak ist ein All-Inclusive-Urlaubsort mit einer ganzen Reihe von Outdoor-Aktivitäten. Wir sind seit fast 200 Jahren im Einsatz, um unsere Kunden zufriedenzustellen. Im Moment haben wir das berühmte Kallak-Artefakt ausgestellt. Also ein weites Sternfragment. Was ist das Artefakt? Es ist eine uralte Statue mit enormer Kraft, die die Wissenschaft noch nicht vollständig verstanden hat. Ja, also ganz im Gegenteil zu den Statuen, die ich gerade auf Perth gefunden habe. Wenn du uns noch nicht gesehen hast, musst du einfach vorbeikommen und uns besuchen. Es ist heute Abend ab 22 Uhr Ortszeit zu sehen. Ich würde Kallak gern besuchen. Ist es dein erster Besuch hier? Ja, ist es. Lass dein Landeshuttle einfach die Empfangsbarke am Zielort verfolgen. Einen schönen Tag noch. Ich muss jetzt gehen. In Ordnung. Ich hoffe, du wirst dich entscheiden, unseren schönen Planeten zu besuchen. Tschüss fürs Erste. Das war doch freundlich. So, dann schauen wir uns mal noch schnell die Nachrichten an, die eingegangen sind. Leim-Werbung und Pi-Werbung. Also vielleicht noch mal ganz kurz. Wir sind jetzt hier in dem zweiten Sektor. Und Lyme und Pi, also Lyme ist die Hauptstadt des Lymianischen Systems, der Lymianische Raum, in dem wir uns hier befinden. Und in den äußeren Regionen war ja noch relativ wenig los. Ja? Und hier treffen wir jetzt wirklich auf Planeten mit einer höheren Entwicklung, die uns hier mit tatsächlich mit Werbung begrüßen und schauen wir doch mal an, was es damit auf sich hat. Also, vielleicht schauen wir zuerst die Leimwerbung an. Nachricht abspielen. Sie erhalten diese Werbebotschaft, weil Sie den Lymianischen Raum betreten haben. Diese Nachricht wird dir gebracht vom Lymianischen Ministerium für Unternehmen. Ein Teil der Lymianischen, das habe ich nicht lesen können. Ist Ihre Regierung es leid, in diesem Sektor festzustecken? Wächst Ihre Firma über dieses Sonnensystem hinaus? Dank des Tiefraumfeldgenerators
können wir die Fracht deines Unternehmens weiter transportieren als bisher. Das Space Gate. Tempo, Präzision, Möglichkeit. Apocalypse Space Gate, bring dein Geschäft in Schwung. Jetzt kaufen. Okay, Space Gate, das Universum erreichbar machen. Okay, also Lime ist offensichtlich, betreibt offensichtlich das Space Gate und wie wir wissen, fliegt durch das Space Gate die Flotte der Union. Aber schauen wir uns nochmal die Werbung für Pi an. Weltmesse. Dies ist ein Informationsschreiben der Weltverkehrsausstellung. Diese Nachricht wird dir gebracht vom Handelsverband von Pi. Befinden Sie sich in der Nachbarschaft von Pi? Komm und zieh dir die Dauerausstellung über die Zukunft der Raumfahrt an. Upper Space, die Zukunft sauberer Weltraumreisen. Veranstaltet von Ephrosia Pure, Präsident für Produktionsdesign, P-Space Forschungs GmbH. Holen Sie sich jetzt Ihr Ticket. Ja. Achso, und jetzt gehen wir mal zurück. Nochmal wollte ich es jetzt nicht anschauen. Okay, also Upper Space und Lower Space Technologie, die beiden konkurrieren offenbar miteinander und das hat erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen. Also ich würde mal sagen, das wird eine spannende Nummer. Und aber davon werden wir jetzt mal nicht den Urlaub vermiesen lassen. Zumal ein Startfragment winkt. Die Landessequenz überspringen wir natürlich nicht. Ja, das sieht sehr nach Urlaubsort aus. Touchdown! Glatt wie ein frisch rasierter Babypopo. Captains Urlaub. Okay. Ich verstehe wirklich nicht, warum ein einfaches Landung abgeschlossen nicht ausreichen würde. Ich schätze, das tust du nicht und deshalb melde ich die Landung und du nicht. Wie auch immer, warte einfach hier, Shuttle. Ich bin gleich wieder da. Wir werden sehen. Was? Nichts, ich werde hier sein. Okay, gut, also bin bald zurück. Ja, ja. So, dann steigen wir mal aus. Und sprechen mit dem Diener. Okay. Ich rede gerade nicht. Ah, willkommen zu Selleck. Darf ich deinen Namen erfahren? Oh, Captain Wilmut, der große Danton. Vicus van der Merwe. Jean-Luc Kirk. Sehr gut, ich werde deinen Shuttle jetzt parken. Gib beim Auschecken einfach deinen Namen an und ich werde ihn für dich holen. Na, hey, was machst du denn da? Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nur in die Garage bringen. Den Teufel tust du, ich stehe, wo ich lande. Entschuldigung, dein Shuttle macht hier Ärger. Was ist das Problem, Shuttle? Oh, hi Cap, diese Ratte denkt, sie kann mich bewegen. Ja, er wird dich zu all den anderen Shuttles stellen. Ich stehe, wo ich lande. Ich bin nicht in einer verdammten Garage gelandet, also werde ich dort auch nicht stehen. Entschuldige, aber andere Gäste warten auf die Landung. Du kannst ruhig gehen, es ist okay. Bist du sicher? Ja, lass dich nur nicht von ihm einschüchtern. Hey, beweg den Stockpuppe und du wirst meinen Zorn zu spüren bekommen. Ich warne dich, verschwinde. Hey, das nächste Mal lande ich auf dir, verdammt. So, dann gehen wir doch mal. Was ist das hier? Es ist ein Schild mit der Aufschrift Rezeption. Da kommt das nächste Shuttle schon. Das zeigt das große weiße Steingebäude. Da gehen wir doch da mal rein. Mhm,
Rezeption betreten. Hm. Willkommen auf Kellig, einem Ort der Ruhe und Besinnung. Ich bin Linda, deine Empfangsdame. Wie kann ich dir helfen? Ich würde gerne einchecken. Unter welchem Namen läuft die Reservierung? Oh, Anne Hathaway, Thomas Wellman, Dave Bowman. Ah, James T. Picard. Ich habe den Namen nicht hier. Es tut mir leid, wir sind für die nächsten 2 Monate ausgebucht. Möchtest du eine Reservierung vornehmen? Nee. So, vielleicht kann mir der hier oben noch helfen. Gehen wir mal hin. Es tut mir leid, aber du musst erst einchecken, bevor du hier einkaufen kannst. Na gut. Das Artefakt. Das Artefakt. Heute Nacht. Okay. Na, schauen wir mal. Ah. Willkommen zu Zelig. Hast du eine Reservierung? Natürlich. Darf ich deinen Namen erfahren? Samantha Key Ayla. Vielen Dank. Ich werde dein Shuttle jetzt in unsere Garage für dich parken. Du kannst zur Rezeption gehen und einchecken. Folge einfach dem Schild, es wird den richtigen Weg weisen. Okay. Ich habe mich schon gewundert, was das hier ist. Drehen wir doch einmal mal das Schild. Ei. Bitte dreht das Schild nicht um. Die Gäste können in die falsche Richtung gehen. Ah, das ist genau der Witz. So. Schild drehen und zuhören. Willkommen zu Zellig. Hast du eine Reservierung? Natürlich. Darf ich deinen Namen erfahren? Charles Martok. Vielen Dank. Ich werde deinen Shuttle jetzt in unsere Garage für dich parken. Du kannst zur Rezeption gehen und dich einchecken. Folge dem Schild. So, sehr schön. Was? Seltsam. Dieses Schild sollte nicht auf den Keller zeigen. Da gehen wir nochmal hin und checken jetzt ein als Charles Martok war das, oder? Willkommen auf Thalik, einem Ort der Ruhe und Besinnung. Ich bin Linda, deine Empfangsdame. Wie kann ich dir helfen? Ich würde gerne einchecken. Unter welchem Namen läuft die Reservierung? Charles Martok war das, glaube ich. Charles Martok. Mal sehen. Da wären wir. Du hast Bungalow Nummer 4. Denke daran, dass das Selig Resort eine All-Inclusive-Unterkunft ist. Deshalb findest du in deinem Bungalow kostenlose Badeshorts im Selig Design. Bitte zieh dich so schnell wie möglich um. Es geht nur um die Hygiene. Und schließlich vergiss nicht, deinen Aufenthalt bei uns zu genießen. Nur um sicher zu gehen. Es war Bungalow 4, oder? Ui. Oh, Entschuldigung, wie ungeschickt von mir. Es ist alles in Ordnung, geht es dir gut, Mrs. Es heißt Miss, nicht Mrs. Ich bin Kim. Hi, ich bin Thomas. Danke, dass du mich gefangen hast. Kein Problem. Willst du aufstehen? Oh, Entschuldigung, ja, natürlich. Es tut mir leid, dass ich dieses kleine Beisammensein unterbreche. Was willst du, Brainless? Nenn mich nicht Brainless, mein Name ist Brainies. Warum verfolgst du mich, Schleimblase? Du weißt sehr gut, was ich will. Und du gibst es mir besser jetzt, Frau. Ich habe es nicht bei mir. Ha, das kann ich mir vorstellen. In den Fäden, die du Bikini nennst, könntest du nicht einmal eine Haarnadel verstecken. Ich gehe jetzt in die Sonne. Und ich sehe besser nicht, dass du mich oder meine Fäden anklotzt. Das war ein bisschen seltsam. Ich gehe besser zu meinem Bungalow. Halt, halt. Käufer. Willkommen im besten Souvenirshop des Selig Resorts. Wie kann ich behilflich sein? Was hast du? Nun, das ist einfacher mit einer Frage zu beantworten. Wonach suchst du, mein Freund?
Vielleicht Schlüsselanhänger von Zellig. Tut mir leid, das haben wir nicht. Eine Postkarte, die einen Sonnenuntergang zeigt. Tut mir leid, das haben wir nicht. Das ist ein bisschen wie bei Rumpelstilzchen. Oh, eine Flasche Sonnencreme. Tut mir leid, das haben wir nicht. Eine Sonnenbrille. Tut mir leid, das haben wir nicht. Zigaretten. Tut mir leid, das haben wir nicht. Es ist zwar weit hergeholt, aber Feuerwerk? Natürlich, bitte sehr, kostenlos. Vielen Dank, willkommen zurück. Danke. Feuerwerk. Das ist ein Haufen Feuerwerksraketen. Diese braucht eine Art Abschusspatrone, um sicher abgefeuert zu werden. Na, was wir haben, obwohl, na vielleicht. Ach, wir gehen erstmal zum Bungalow Nummer 4. Das ist die Nummer 1. Das ist die Bar, das ist Kim. Das ist Brainy, zwielichtiger Typ. Barkeeper, Hotelwächter. Du bist doppelt so groß wie ich? Ja, was hat das mit der Sache zu tun? Bist du heute Abend hier, um Zeuge des Artefakts zu werden? Hey, ich arbeite hier. Hör auf, mich zu belästigen. Ach, egal. So. Dann schauen wir doch mal. Das ist die Nummer 3. Hey, du kannst ja nicht reinkommen. Ich baue ein Boot. Gehen wir doch erstmal in unserem Bungalow. Und ein schönes Zimmer. Ich fühle mich schlecht, weil ich diese Reservierung gestohlen habe. Na, ich mich nicht so sehr. So. Aha, da geht's hoch. Dann ziehen wir uns mal um. Passt perfekt. Zum Glück sehe ich in Pink gut aus. Oder besser gesagt, zum Glück für die Damen. Hehe. Jetzt weiß ich, dass es auch Vorteile hat, wenn man sich in einer Garage versteckt, um nicht gesehen zu werden. Hey, was ist das? Du hast etwas zu berichten, Cap. Ich habe gerade einen Zettel in meiner Uniform gefunden. Es scheint eine Art Karte zu sein. Woher kommt das denn? Hast du nicht gerade gesagt, dass er aus deiner Uniform kommt? Bitte, Shuttle, konzentriere dich einfach darauf, geparkt zu werden. Ich kann das nicht lesen. Es ist in einer Sprache geschrieben, die ich nicht kenne. Ich behalte es besser erstmal bei mir. Scheint eine Art Karte zu sein. Gut, das ist das, was Brainies gesucht hat, das, was Kim dabei hatte und mir zugesteckt hat. So. Sie lässt sich nicht öffnen. Wo geht's hier hin? Hallöchen. Willkommen bei der Zeremonie des Artefakts. Wie kann ich helfen? Kannst du mir etwas über dieses Artefakt erzählen? Das Artefakt ist eine Steinstatue mit einem vulkanischen Edelstein in der Mitte. Die Green Fingers bezeichnen diesen Stein als das Herz von Zellig. Ihm werden Kräfte nachgesagt, die das Leben auf dieser Welt erhalten. Wir werden das Artefakt heute Abend ausstellen. Wenn du jetzt mehr über dieses Artefakt wissen willst, kannst du an der Rezeption mehr erfahren. Danke. Und wir kommen zurück um 10 Uhr. Okay, Informationstafel. Das Artefakt 22 Uhr bis 2 heute Abend ausgestellt. Okay. So, also Brainies und Kim scheinen jetzt nicht hier zu sein, weil man hier so schön Urlaub machen kann. Sondern... Ein Tresor mit einem vierstelligen Zugangscode. Ich kenne die Kombination dafür nicht. Gehen wir erstmal wieder raus. Also es könnte ja das Zimmer von Kim oder von Brainy sein. Ein Holzschirm mit aufgemalten Wellen im Text. Substand abpaddeling. So, gehen wir mal hier lang. Hallo?
Hallo, weißt du etwas über die Zeremonie? Tut mir leid, ich habe nichts von einer Zeremonie gehört. Aber ich freue mich schon auf das Feuerwerk heute Abend. Okay. An der Rezeption soll ich fragen, wegen der 17:07 Uhr. Barkeeper. Willkommen, was darf ich dir bringen? Was hast du? Ich kann fast jedes Getränk machen, das du dir vorstellen kannst. Was ist dein Lieblingsgetränk? Ich nehme einen geschmolzenen Titan. Kommt sofort. Du bist also das erste Mal hier auf Selig? Ja, ich bin nur auf der Durchreise. Du bist hier, um das Artefakt zu sehen, nehme ich an. Nein, nicht wirklich. Ich bin nicht aus dieser Gegend. Ich wurde in ein Wurmloch gesaugt und versuche verzweifelt wieder nach Hause zu kommen. Autsch, mir ist mal was ganz Ähnliches passiert. Wirklich, kannst du mir davon erzählen? Es tut mir leid, aber darüber möchte ich nicht sprechen. Also, bitte sehr. Ein geschmolzenes Titan, lass es dir schmecken. Danke. Wow, das ist ja der Hammer. Das ist das beste Getränk, das ich je probiert habe. Vielen Dank. Mein Name ist übrigens Velmo. Ich bin Fred, dein freundlicher Greenfinger Barkeeper. Was ist ein Greenfinger? Die Greenfingers sind die Ureinwohner dieses wunderschönen Planeten. Wir waren einst eine blühende Zivilisation. Oh, was ist passiert? Vor 500 Jahren kam eine Gruppe kolonialer Siedler hierher, um einen Neuanfang zu wagen. Ein Jahrhundert lang lebten wir alle in Harmonie, aber im Lauf der Zeit fanden die Kolonialer Gefallen daran, diesen Planeten zu bewirtschaften. Es dauerte nicht lange, bis sie unser heiligstes Gut fanden, unseren Gott. Was war es? Das Artefakt. Was ist so besonders an dem Artefakt? Für mich sieht es aus wie ein normaler Stein. Es ist ein uraltes Relikt aus der Zeit vor der Zeit. Es hat enorme Macht über uns. Es ist das Einzige, was uns Greenfingers am Leben hält. Viele Außenstehende glauben, dass sie ihre Kräfte für ihren persönlichen Vorteil nutzen können. Aber sie können es nicht. Es ist mit Selig verbunden. Für uns ist das Artefakt unser Erbe, unsere Lebenskraft, unsere Daseinsberechtigung. Was ist denn, wenn der recht hat? Wenn sie jemals diese Welt verlassen würde, wäre das unser Ende. Das ist eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Danke für den Drink, Fred. Man sieht sich. Dann reden wir doch mal mit Kim. Hallo nochmal. Oh, hallo, schöne Strumpfhose. Pink ist wirklich deine Farbe. Oh, danke. Nicht meine normale Garderobe, weißt du? Tut mir leid wegen des Zusammenstoßes vor uns. Geht es dir gut? Keine bleibenden blauen Flecken, aber ich bin froh, dass ich helfen konnte. Kim, richtig? Ja, Kim Spiner. Also, was liest du da, Kim? Das hier, ich informiere mich nur über die alte Geschichte von Zelig. Oh, ein Historikerkollege. Wieder das Geschlechtergerecht, das ist komisch. Ich fürchte, ich kenne mich mit den lokalen Geschichten nicht so gut aus. Ich bin ein bisschen außerhalb meines geografischen Hotspots. Oh, wie das? Ich komme den ganzen Weg von der Erde. Ich habe an einer Anomalie gearbeitet, als ich in sie hineingesogen wurde und hier gelandet bin. Das ist ja furchtbar. Hast du Familie? Das war doch schnell privat. Ja, eine Frau und zwei Kinder. Es tut mir so leid. Weißt du etwas über einen kartenähnlichen Zettel, den ich in meiner Uniform gefunden habe? Ja, was das angeht, das habe ich dir vorhin bei unserer kleinen Beule untergeschoben. Tut mir leid. Es ist in Ordnung, schätze ich. Okay, danke. Dieser Mann, Prainies, ist mir den ganzen Tag gefolgt, um die Karte zu finden. Scheiße, er kommt rüber, flüstert. Bitte sag ihm, dass du mein eifersüchtiger Ehemann bist, damit er mich in Ruhe lässt. Hey Rotschop, ich will jetzt, was mir gehört, und zwar jetzt. Entschuldige, aber die Dame möchte jetzt nicht gestört werden.
Und wer bist du? Ich bin Kims Ehemann. Ich bin gerade aus dem Knast gekommen. Wer bist du, Kleiner? Ehemann, Gefängnis, ich weiß nicht. Das musst du nicht wissen. Du musst einfach nur gehen. Ich komme zurück und hole mir, was mir gehört. Ich werde euch zwei beobachten. Vielen Dank. Kein Problem. Vielleicht könntest du die Karte noch etwas länger behalten. Ich mache mir Sorgen, dass Brainies versuchen wird, sie mir zu stehlen. Natürlich kann ich das. Wann willst du es zurückhaben? Kann ich später zu deiner Hütte kommen? Klar, ich wohne in Bungalow 4. Super, bis später. Psst, hey Alter. Hallo. Du bist also wegen des Artefakts hier. Was sonst? Man sollte diese Schönheit wenigstens einmal sehen, bevor man stirbt, oder? Ganz sicher, man muss sich wirklich Zeit nehmen, oder? Was? Ich meine ja nur, was sagst du da? Ich schaue mir nur ein paar Sachen an. Bist also nicht wirklich aus dieser Gegend, oder? Nicht wirklich. Ich wurde in ein Wurmloch gesaugt und versuche wieder nach Hause zu kommen. Wurmloch, was? Trink wirklich ein bisschen viel. Was machst du dann hier, Bleichgesicht? Ich suche nach Wegen, um schneller nach Hause zu kommen, denke ich. Ja, ich wette, dann würde dir eine Menge Geld helfen, oder? Ich schätze, das stimmt. Wenn du mir das Artefakt besorgst, zahle ich dir viel Geld, Mr. Bleichgesicht. Das Artefakt stehlen? Bist du wahnsinnig? Du weißt, was man sagt. Der Unterschied zwischen Genie und Wahnsinn ist vernachlässigbar. Aber ist es das? Hey Kumpel, schnapp sie dir einfach während der Zeremonie. Ich kann dir 300 dafür geben. Ich will nicht verhehlen, dass 300 Credits für mich nicht uninteressant wären. Aber wie Fred gesagt hat, das Artefakt spielt für die Kultur eine besondere Bedeutung. Und Kim und... Ach. Hey, was machst du da? Ich glaube, du hast etwas, das mir gehört. Wovon sprichst du? Stell dich nicht dumm, nur weil du es bist. Gib mir die Karte und niemand wird verletzt. Hey, steck die Waffe weg. Die brauchst du hier nicht. Ich habe diesen Zettel bei mir. Ist es das, wovon du sprichst? Ja, das ist genau das, wovon ich spreche. Komm hier rüber und gib es her. Langsam. Danke. Hier sei nur vorsichtig. Vielen Dank. Oh, das ist die Süßigkeitenglocke, die läutet. Perfektes Timing. Ich werde es mit einem Metallic Perle an der Bar feiern, wenn es dir nichts ausmacht. Bleib einfach hier, streck dich. Hey, ich bin gerade draußen an Brainies vorbeigelaufen. Was ist hier los? Huh, du hast eine Party geschmissen, zu der ich nicht eingeladen war. Natürlich nicht. Dein Freund, dieser hirnlose Typ, hat mich gerade ausgeraubt. Er hat die Karte genommen. Diese knochenlose Schleimschnecke. Wir müssen sie zurückholen. Ja klar, hast du eine Waffe? Nein, ich fürchte nicht. Worauf ist die Karte ausgerichtet? Ich schätze, du hast es verdient, das zu erfahren. Die Karte verrät den geheimen Ort des Artefakts. Das Artefakt? Ist das Artefakt nicht drüben auf dem Podium? Nein, nicht ganz. Das ist nur eine Nachbildung, um sie unwissenden Touristen zu zeigen. Ich will das Echte. Hey, es gehört zu dieser Welt und ich denke nicht, dass du das Recht hast, es zu nehmen. Hey, ich bin hier, um dieses Ding davor zu schützen, in die falschen Hände zu geraten. Wer weiß, was passiert, wenn der grüne Kobold es in die Finger bekommt. Ich werde dir helfen, die Karte zurückzubekommen, aber nur, um das Artefakt zu schützen. Bist du sicher? Es tut mir leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Ja klar, kein Problem. Er hat eine Waffe auf mich gerichtet. Jetzt ist es persönlich. Okay, ich warte an der Bar auf dich. Die sind mir beide sehr suspekt.
Warum sollte sie uneigennützigerweise? Oh, die ist neu. Die läuten wir doch mal. Ah, da kommt der Typ an. Und die belauschen wir doch mal, oder? Geht das? Ist die belauschen irgendwie? Okay, probieren wir doch nochmal unser Glück. So. Jetzt geht der Typ hoch. Weil es kostenlose Süßigkeiten gibt an der Süßigkeitenglocke. Wir gehen in der Zwischenzeit in seine Bude. So. Das ist ein Quatsch. Ach so. Wenn ich diese verdammte Süßigkeitenglocke noch ein einziges Mal höre, ohne meine Süßigkeiten zu bekommen, werde ich den Laden verklagen. Wo war ich? Ah ja, die Karte. Und die Tresorkombination ist meine übliche Denksportaufgabe. 1, 1, 1, 1. Also, wie soll ich das lesen? Moment mal. Ja, vielleicht. Oh ja, ich habe es. Der Tempel muss sich im schwimmenden Wald westlich von hier befinden. Die Karte ist hier sicherer. Während ich mich nass mache. Ich gehe es besser sofort, bevor das Menschenweibchen es herausfindet. Okay, ich habe die Kombination für den Tresor. Danke, Gehirn, dass du laut gesprochen hast. Darf ich dich daran erinnern, Captain, dass du auch die ganze Zeit laut redest? Das liegt nur daran, dass ich alles an das Schiff zurückmelde. Das weißt du doch. Ich habe es einfach satt, mir den ganzen Tag lang deinen Mist anzuhören. Ach, halt die Klappe. So. Ich will Kim eigentlich die Karte nicht zurückgeben. Eigentlich will ich niemandem die Karte geben. Ich würde sie am liebsten vernichten, die Karte. Kapsch, ich habe die Karte wieder. Jetzt gehe ich besser und suche Kim. Also wenn ich jetzt nicht die Option habe, die Karte zu verbergen, lade ich neu. Mein Plan ist nämlich folgender. Ich würde das Artefakt gern hier lassen und würde dem Typen die Attrappe verkaufen. Du hast sie zurückgeholt. Du bist mein Held. Brandy sagt, es ist über den schwebenden Wald. Schwebender Wald? Nein, der ist westlich von hier. Wir müssen nach Osten vorbei an den Eiseninseln. Okay, toll. Jetzt, wo er aus dem Weg ist, haben wir ein Problem weniger, um das wir uns kümmern müssen. Ja, Zeit für Abenteuer. Bist du bereit für eine Schatzsuche? Ja klar, dann lass uns gehen und den Preis holen. Den Preis beschützen, meinst du? Ja, habe ich das nicht gesagt? Nee, du hast holen gesagt. Holen, beschützen, gehen wir. Ein paar Stunden später. Das mache ich nicht. Das fällt aus. Das fällt aus. Das fällt aus. Das machen wir nicht. Mein Eindruck täuscht mich nicht. Kim ist auf der Suche nach dem Artefakt. Die will es haben.
So, sieht schlimm genug aus. Ausgang. Wir klauen jetzt trotzdem die Karte und gehen aber nicht zu Kim. Das ist der Deal. Dann hat nämlich niemand irgendwas davon. Dann klauen wir das Artefakt. Das Künstliche. Verkaufen das dem Typen. So, jetzt kommt der Typ angerannt. Wir gehen rein. Nee, das mache ich nicht. Das war jetzt. Also da war die Richtung war determiniert. So. Das mache ich nicht. Der Witz ist alles, aber ich brauche nicht unbedingt das Sternenfragment, was definitiv in diesem Artefakt drin ist. Denn ich habe ja das von Samoa bekommen. Wenn ich diese verdammte Süßigkeitenglocke noch ein einziges Mal höre, ohne meine Süßigkeiten zu bekommen, werde ich den Laden verklagen. Wo war ich? Ja, die Karte. Und die Tresorkombination ist meine übliche Denksportaufgabe. 1, 1, 1, 1. Sehr schön. Also, wie sollte ich das lesen? Moment mal, ja, vielleicht. Oh ja, ich habe es. Der Tempel muss sich im schwimmenden Wald westlich von hier befinden. Die Karte ist hier sicherer, während ich mich nass mache. Ich gehe besser sofort, bevor das Menschenweibchen es herausfindet. So, herzlichen Dank. So, komm raus aus deinem Versteck. Okay, ich habe die Kombination für den Tresor. Danke, Gehirn, und dass du laut gesprochen hast. Jetzt kommt der Diskurs mit dem Shuttle wieder. Halt einfach die Klappe. So. Also Shuttle mag ich sehr. Shuttle ist cool. So, dann gehen wir hin. Check. So, Karte nehmen. So, ich habe die Karte. So. Jetzt gehe ich besser und suche Kim. Nein, das denke ich, machen wir nicht. Wir gehen nicht zu Kim, auf dass sie sich das Artefakt unter den Nagel reißt und dann verhökert. Das machen wir nicht. Versuchen wir jetzt mal, es ist 17.17 Uhr, das ist natürlich noch viel Zeit bis 22 Uhr. Aber vielleicht können wir eine Runde schlafen, bis es soweit ist. So, ich bin mal gespannt, ob das geht. Bis die Show beginnt. Das ist doch gut. Vielleicht sollte ich mich einfach ausruhen, bis die Show beginnt. Shuttle. Ja, Captain. Kannst du mich heute kurz vor nach 22 Uhr wecken? Klar, wird gemacht. Danke. So, ich habe die Karte. Ein kurzes Stückchen später. Ah, sehr gut. Guten Abend, Captain. Ich hoffe, du hattest ein schönes Nickerchen. Die Show fängt gerade erst an. Oh, danke. So, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an, was da abläuft. So, wenn alles gut läuft, kann ich jetzt das künstliche Artefakt nehmen. Kann das verkaufen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Dem gehen wir mal hin. Ich bin im Moment etwas beschäftigt. Entspann dich und hör dir die Geschichte über das Artefakt an. Da würde ich ja gerne, aber irgendwie geht das nicht. Feuerwerk-Abschusspatrone. Aha. Ah, damit kann ich. Sie ist abnehmbar. Dann nehme ich die doch mal. Feuerwerk haben wir dabei. Ah, hier sind noch unterschiedliche Abschusspatronen. Und das ist schon schön, ne? So. Dann bauen wir die doch hier vorne ein. Mal sehen, ob das geht. So. Vielleicht können wir doch dann die Kassette hier einfach montieren. Ah, sehr gut. Jetzt nehmen wir das Feuerwerk und schauen Sie alle in die Richtung. Oh, super. Oh, ist das schön.
Ein herrliches Feuerwerk. Wir haben das Artefakt geklaut gerade. Oh nein, nicht schon wieder. Wartet, Leute, ich muss nur eine Sache reparieren. So. Okay. Also, das sind alles Attrappen von diesem Artefakt. Gut, das ist egal. Die können wir verkaufen. So, machen wir ein Feuerwerk. So. Und gehen. Herrlich. So, ohne die Karte können Kim und der Kollege nicht das originale Artefakt stehlen. Da waren wir jetzt in dem anderen, sind wir schon dahin abgebogen. Das sah aus wie so ein Tempel, also so Indiana Jones-like. Nee, das machen wir nicht. Wir gehen jetzt schön entspannt. Kann ich jetzt an Kim vorbeilaufen? Ich hoffe. Ich will nicht mit der reden. Ich will einfach dem Kunden hier halt. Oh. Oh, es hat sich hier gerade aufgehängt. Da stimmt was nicht, das muss ich mal. Wie viel willst du nochmal für das Artefakt bezahlen? Ich gebe dir 300 Credits dafür. Bis später. So, jetzt hängt das Artefakt hier. Das ist natürlich nicht so ganz ideal. Das ist ein Fehler, ein Softwarefehler. Okay, dann verlasse ich das mal ganz kurz. Schlimmstenfalls haben wir. Achso, hat das jetzt gar nicht gespeichert. Ja, müssen wir nochmal laden das? Mal schauen. Es geht jetzt schnell. Wir klicken jetzt die Option schnell durch. Brainings ist weg, hat sich auf die Suche nach dem Schatz gemacht. Wir haben die Karte, das heißt, wir müssen übernachten. Nochmal das Artefakt stehlen, das Künstliche. Das hat gerade geklemmt. Schade. So. Da pausiere ich das jetzt mal und schalte mich gleich wieder zu, wenn ich wieder an der Stelle bin. So, weil es so schön war, nochmal der Diebstahl des Artefakts. Hopp. Oh nein, nicht schon wieder. Also es passiert doch nicht zum ersten Mal. Wartet, Leute, ich muss nur noch eine Sache reparieren. Okay, so, weiter geht's. Also das passiert auch nicht zum ersten Mal, dass das Artefakt verschwindet. Wir müssen da jetzt auch nicht drauf reagieren. Sondern vielleicht haben wir alles richtig gemacht. Wir schauen mal. Gehen erstmal hoch zum Kollegen. Nein, ich will nicht mit Kim reden. Die kann mich mal. So. Da hast du es. Das ist toll. Hier ist dein Geld. Und jetzt lass uns nie widersprechen. Sehr gut. Nein, ich will auch gar nicht mehr sprechen. Ich behalte die Karte für mich. Werde jetzt ins Bett gehen. Und werde Kim ignorieren. So, ich muss dann irgendwann mal die Leistung des Systems hochstellen. Sonst wird das hier noch zu einer Slideshow. So, dann werden wir mal bis morgen früh schlafen und dann hat sich das Thema hoffentlich erledigt. Es ist schon längst Schlafenszeit. Ich sollte besser ins Bett gehen. Ein bisschen später am Abend. Hey, Captain. Oh, hallo. Was machst du da? Ich habe nur ein Nickerchen gemacht. Du bist nie in der Bar vorbeigekommen. Hast du die Karte bekommen? Oh ja, ich habe es zurück. Ich wollte es dir bringen. Du weißt schon, gleich noch mein Mittagsschlaf. Du hast sie zurückgeholt.
Du bist mein Held. Brandon sagt, er ist über schwebenden Wald. Schwebender Wald? Nein, der ist westlich von hier. Wir müssen nach Osten vorbei in den Eiseninseln. Bist du bereit für eine Schatzsuche? Indiana Jones, lass uns den Preis holen. Oh, das. Wieso triggert sie denn das? Nein. Nein. Ich pausiere mal kurz, das mache ich nicht. So, kurzer Sprung wieder rein ins Video. Ich werde jetzt die Karte nicht mitnehmen. Ich kann offensichtlich Kim nicht davon abhalten, kann ich vielleicht auch jemand anderem die Karte geben? Das probiere ich mal schnell als letztes noch aus, dass ich die Karte jemand anderem in die Hand gebe, vielleicht dem großen Typen. Oder Fred. So, wenn das nicht klappt, muss ich das geht so nicht. Wir jetzt mal aus, ob wir das dem geben können. Nein, nur ihr. Gut, dann scheidet das auch als Lösung. Nochmal Pause. So, Kim ist nicht da, weil wir die Karte nicht gestohlen haben. Und ich verkaufe ihm jetzt das Artefakt. Da. Du hast es. Das ist ja toll. Hier ist dein Geld. Und jetzt lass uns nie widersprechen. So. Also Prentice ist offensichtlich nicht in der Lage dazu, die Karte zu lesen. Und Kim hat die Karte nicht. Das bedeutet, das Artefakt wird nie gefunden. Und das bedeutet, wir werden jetzt bis morgen früh schlafen. Und haben dann diese 300 Credits mitgenommen, die ich im Moment dringender brauche. Das Artefakt bleibt hier, um die Green Fingers zu retten. So, der Captain ging zu Bett und träumte von all den Abenteuern, die er verpasst hatte. Ja, aber ich habe sie verpasst. Das ist in dem Fall was Gutes. So. Das war eine der besten Nächte, die ich je geschlafen habe. Ich schätze, ich sollte mich sofort umziehen. So. Ausgang. So, die Ausstellung ist vorbei. Ist alles menschenleer. Gehen wir mal rein. Ist auch niemand mehr da. Das ist schon sehr eigenwillig. Ah, Typ sitzt da oben hier, entspannt. Wollen wir mit dem nochmal reden? Ich sagte, lass uns nie widersprechen. Gut. Ist offensichtlich noch zu früh am Morgen. Hallo nochmal. Wie kann ich dir helfen? Kannst du mir meinen Shuttle zurückgeben? Warte klar, im Moment, ich hole es dir für dich. Das war ganz schön knifflig, also aus der Nummer rauszukommen. Wahrscheinlich wäre das so gewesen, dass man, oh, das Grauen,
Wahrscheinlich wäre das so gewesen, dass man irgendwie das echte gegen das falsche Artefakt getauscht hätte. Aber schauen wir mal, was die Endkarte sagt. Schöner Urlaub. Okay. Also das Ende bleibt offen. Es ist nicht klar, was hier passiert ist mit den Green Fingers, aber ich habe mein Mögliches getan, um das Artefakt zu verstecken. So, was ist deine Endcard? Das hatten wir schon. So. Abenteuerzusammenfassung, Geld gewinnen. Das ist das, worauf es ankam. So, jetzt schauen wir doch nochmal schnell in unser Lager. Gespeichert. Sehr gut. Dann, wie schaut das aus? Was haben wir? Wir haben 5. Also das heißt, wir können jetzt eigentlich schon, wir können jetzt schon in Richtung Erde aufbrechen, theoretisch. Und haben genug Geld. Das heißt, wir können okay. Um ehrlich zu sein, würde ich mir jetzt gern, sehr, sehr gern die Nachricht von der Belagerung meiner Frau kam noch nicht. Das heißt, ich mache jetzt was Dummes. Ich werde jetzt mir diesen einen Tag gönnen. Wie lange fliegen wir hin? 10 Tage. Wie lange fliegen wir hin? 7 Tage. Ist eigentlich egal. Und dann fliege ich von hier wahrscheinlich auch nochmal 7 Tage dahin. Das heißt 14 Tage, 10 Tage. Und ich verkürze die Reisezeiten ja nochmal. Ich fliege jetzt mal hier hin und werde mir das Maschinen-Upgrade holen noch. Auf Danzelig. Ich hoffe, es ist alles gut gegangen. So, 10 Tage. So. Kontakt. Ich bin Pam, dein automatischer und freundlicher Verkaufsassistent. Ich zeige dir unsere aktuelle Lage und unsere handelbare Ware an. Na dann los. Nein! Nein! Nicht kaufen. Ich hätte gern die Nuggets verkauft. Menge wählen, lieb. Was soll ich damit machen? Bestätigen. Wunderbar. Gibt es noch etwas anderes? Natürlich, ich würde gerne etwas kaufen. Und zwar, wir haben ein Chromium zu viel auf dem Schiff gerade im Moment. So, Maschinen-Upgrade. Das reicht genau. Mache ich das jetzt? Vielen Dank. Gibt es noch etwas anderes? Ja, das ist super. Energiekapseln brauche ich jetzt gerade nicht. Wüsste ich auch nicht wieso. Ich verkaufe mal. Wunderbar. Nein, mehr braucht es eigentlich nicht. Das sieht doch gut aus. Ganz in Ordnung. Einen schönen Tag noch. Das ist doch super. Damit haben wir jetzt faktisch
schaue ich mal schnell. 7 Tage. Das ist der Witz. Und an den Nacktknoten brauche ich 4 Tage statt wahrscheinlich 6. Also ich hätte 14 gebraucht. Also ich habe im Endeffekt 2 Tage verloren. Nicht mehr. Und entscheidender wird sein. Zoomen mal schnell. Der ist noch, der Sonnenblast ist noch ewig weit weg. Aber wie lange würde ich brauchen, wenn ich jetzt von hier aus losfliege? Tage. Da war ich mal bei 127. Also das ist noch mal deutlich runtergegangen. Okay. Das hat sich also gelohnt. Das hat sich sehr gelohnt. So, und jetzt hatten wir ja befürchtet, dass wir auf diesem komischen Bergbauplaneten irgendwelche Sachen kaufen müssen. Also irgendwelche Bohr-Shuttles oder irgendwelchen Quatsch. So. Trade and Pay. Tyler Run. Trade and Pay. Was hat er denn da noch anzubieten? Der hat auch Chromium mit 300. So viel Chromium brauche ich aber gar nicht. Drei habe ich schon da. Das bedeutet, ich habe schon eins mehr, als ich eigentlich brauche. Wir setzen mal trotzdem Kurs auf den Nuggetknoten. Solange wir die Zeit noch dort haben, vor dem Sonnenblaster wegzufliegen, machen wir das noch. Und starten mal. So, das wird's gewesen sein für diese Folge. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und hoffe, dass es den Green Fingers auf Silic gut geht und ihre Kultur und sich Kim und Prainis das Artefakt nicht unter den Nagel reißen konnten oder nach stark aussah. Ich jedenfalls wollte es nicht haben. Ich wollte nur den zwielichtigen Typen um 300 Credits erleichtern. Denn das Ziel schlussendlich ist immer noch so schnell wie möglich zur Erde mit so vielen Ressourcen wie möglich. Das wird es für heute gewesen sein, und ich bin gespannt, wie es an der Stelle hier weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.